Zugevakuierung auf freier Strecke nach Oberleitungsschaden. Am Samstag gegen 18.30 Uhr wurde der Leitstelle Esslingen eine abgerissene Oberleitung sowie einen nicht mehr fahrbereiten Personenzug zwischen Esslingen Stadtmitte und Esslingen Mettingen gemeldet. Der Personenzug, der sich auf freier Strecke befand, musste mit 132 Personen an Bord evakuiert werden. In Absprache mit der Bundespolizei und den Verantwortlichen der Bahn wurde von der Feuerwehr Esslingen ein Laufweg in Richtung Mettinger Straße hergestellt und dieser zusätzlich ausgeleuchtet. Nach Ankunft eines Busses der städtischen Verkehrsbetriebe und mehreren Taxen konnten die Fahrgäste den Personenzug mit Hilfe der Einsatzkräfte sicher verlassen und wurden an den Bahnhof Esslingen befördert. Während des Einsatzes kam es in der Mettinger Straße zu kurzzeitigen Straßensperrungen. Es waren die hauptamtliche Abteilung und die freiwillige Abteilung Stadtmitte der Feuerwehr Esslingen mit 5 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich waren der Rettungsdienst, die Bundespolizei Stuttgart, die Polizei Esslingen und die Verantwortlichen der Bahn vor Ort.